Leute, müssen wir uns aktuell die Frage stellen, ob die neue Legende Alter einen fetten Nerf braucht? Ich sage definitiv ja. Ich spiele sie extrem gerne. Ich maine sie mehr oder minder, weil sie extrem stark ist. Diese ganzen Fähigkeiten machen ultra, ultra Spaß. Aber es gibt so Sachen, die man mittlerweile rausbekommen hat, wie zum Beispiel ein Mirage-Konter. Du kannst mit Alter relativ easy rausbekommen, wer der Decoy ist. Auch in der Ult von Mirage siehst du relativ easy, ohne irgendwelche Perks zu aktivieren, welcher der echte Mirage ist. Du kannst eigentlich sämtliche Legenden wie Watson oder Caustic die Häuser zubasteln mit ihren Fähigkeiten. Kannst du easy kontern und so stellt sich die Frage, ob Alter einen Nerf gebrauchen könnte. Viele sagen schon OP. Ich nehme das ja in den letzten Jahren eher ungern in den Mund, weil das sehr gerne kritisiert wurde, weil ich das hier und da natürlich vor Release verstanden habe. Aber ich denke, Alter ist eine Legende, die alles komplett durcheinander bringt und so ziemlich viele Sachen, wo du dich safe fühlst, bevor sie released wurde, jetzt nicht mehr safe fühlen kannst. Ich möchte euch ein paar Dinge zeigen, die ich extrem heftig bei ihr finde. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. In der Zeit würde ich mir von euch wünschen, wie seht ihr es? Wie gefällt euch die neue Legende? Ich finde sie geil. Mir macht sie Spaß, so wie sie ist, aber ich sehe auch ein, dass sie einfach zu krass ist. Ich zeige euch jetzt mal Punkt Nummer 1. Zieht euch einfach mal das rein. Ich lande mit Live und Klaus. An dem Wraith-Spot auf Kings Canyon. Und ich habe nämlich Folgendes gesehen und hab's gleich getestet. Wenn du relativ schnell diesen Spot findest, kannst du sämtliche Legenden, die jetzt in dem Portal landen, hier einfach abfangen. Wenn du den Spot so triffst, dass du direkt auf den Waffen landest, du musst ein paar Mal üben, musst ein paar Mal gucken, wo der Spot safe ist, dann kannst du einfach die Legenden hier ganz easy abpassen. Und wenn die Leute dann durchs Portal fliegen, also die Flugroute muss natürlich passen, wenn die Leute, ich sag mal so 5, 6 Sekunden vor dir in dem Portal schon landen, dann werden die wahrscheinlich vor dir hier vor Ort sein und dich wegballern. Du könntest aber theoretisch auch dich von hinten anschleichen, ohne dass die Leute das vielleicht so richtig checken, weil du kannst auch weiter hinten irgendwo landen, dir vorher die Waffen holen. Und ich zeige euch jetzt, was sie noch kann. Zieht euch einfach das mal rein. Da, habt ihr es gesehen? Das war der Decoy und das war die richtige Legende. Du musst einfach nur unsichtbar werden. Jetzt hier mit Lives Hilfe auf dem Trainingsgelände hier. Du siehst sofort, wer ist die richtige Legende. Die richtige Legende wird einfach gehighlightet. Ob das so gewollt ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich finde es definitiv eine Nummer zu krass, was Alter eigentlich alles ans Tageslicht bringt. Und dieser Port zum Beispiel. Du kannst die Legende so extrem intuitiv spielen, dass ich sage, irgendwas muss eigentlich passieren. Gerade die Tiefe, in der du dich porten kannst, zwischen den Oberflächen, ist wahrscheinlich einfach zu krass. Es sind so 20 Meter, die es in der Tiefe sein kann. Und das ist einfach zu heftig. Ich habe hier zum Beispiel mit Live und Klaus in Ranked einen kurzen Fight. Ich habe keine Chance, da so richtig durchzukommen. Ich kriege den Call, dass die Leute so gut wie One-Shot sind. Und hier stört mich aber das Gas. Ich port mich einfach durch, weiß grob, wo die Gegner sind. Und das ist nur ein Schnipsel. Das war jetzt noch nicht immer mega krass. Du kannst die Leute entführen, wenn du weißt, dass die hinter irgendeiner Wand sind. Du hast vielleicht noch einen Bloodhound. Scan und siehst, hinter einer Wand heilt sich gerade jemand, weil du den gepusht hast. Der ist durch die Tür. Dann kannst du deine Ult neben die Tür irgendwo machen, da wo der Gegner steht, und kannst den wieder rausziehen, sodass der mitten im Heilprozess unterbrochen wird und so weiter. Du kannst sogar, wenn du einen Arcstar abbekommen hast, portest du dich schnell irgendwo, wenn eine Wand da, irgendwo in der Nähe ist, portest du dich durch das Teil und negierst damit einfach den Damage des Arcstars und so weiter und so fort. Und auch mit der Ulti kann man extrem viele geile taktische Sachen machen. Meiner Meinung nach, die Tiefe muss genervt werden. Ob das auch so schlau ist, dass man nicht nur durch die Wände, sondern auch sich oben durch die Decke porten kann. Ich, wie gesagt, mir macht Spaß, versteht mich nicht falsch, aber ich bin überzeugt, da wird ein fetter Nerfhammer kommen. Ich hoffe, der wird nicht zu krass, sodass die Legende unbrauchbar wird. Und auch die ultimative Fähigkeit könnte ich mir vorstellen, dass die genervt wird. Erstens von der Distanz, von wo du dich aus von Punkt A zu Punkt B porten kannst.
Und auch die Zeit, wie lange das steht, ich glaube, es waren 2 Minuten. Das ist extrem effektiv. Du kannst so viele krasse Sachen damit machen. Du kannst dir einfach einen anderen Winkel suchen. Und wenn du merkst, ne, das war keine gute Idee, portest du dich zurück, wenn du es bei deinem Team gestellt hast. Wenn du aber schon mal vorläufst, kannst du das Teil schon mal schmeißen, wenn deine Teammates zu weit hinter dir sind. Dann können die sich nachporten. Die können so schnell bei dir sein. Diese Legende bietet schier unendlich viele Gefühle, unendlich viele Möglichkeiten und vieles mehr. Und auch die passive Fähigkeit, die ist okay, so wie sie ist. Du kannst einen Teil aus den Deathboxen ziehen. So siehst du halt auch schon durch Wände, wo grob die Fights waren. Und wenn du zum Beispiel über dir in einem Gebäude gerade siehst, da ist eine Deathbox erschienen, dann portest du dich vielleicht ein paar Meter weiter nach hinten, dass es der Gegner nicht gleich sieht. Durch die Decke knallst den weg, während der lootet und so weiter. Habe ich alles schon hingekriegt. Alles relativ simpel. Die Gegner sind nicht drauf eingestellt. Einfach die Tatsache, weil Alter die Meta ordentlich durcheinander bringt und den Spielstil. Du fühlst dich in keinem Gebäude als Caustic, als Watson, als sonst was sicher, egal wie du dich zubaust. Es ist schon krass. Ob das vielleicht too much ist, schreibt's mal bitte in die Kommentare. Aber ich habe gestern zum Beispiel solche Sätze gehört wie diese Legende. Ich habe gestern gestreamt 5 Stunden lang. Und da fielen Sätze wie die Legende gehört überhaupt nicht in das Spiel mit den Fähigkeiten. Ich verstehe jeden, der so denkt. So viel Spaß, wie sie macht, so heftig kann es auch wahrscheinlich nerven, wenn du von ihr ständig gekontert wirst. Ich könnte mir vorstellen, dass das Mirage-Ding genervt wird, beziehungsweise gepatcht wird, dass das gar nicht möglich ist. Und es war übrigens auf Kings Canyon auch möglich, sich in diese Vaults zu supporten. Wer sich also wundert, warum die gerade, wenn du sie siehst, auf Kings Canyon alle offen stehen und keine Waffen drin sind, es ist einfach, weil du mit Alter. Ich habe es vorher getestet, bevor das kurz rausgepatcht wurde. Die Türen waren zu, ich konnte mich reinporten, dann kam der Alarm. Ähnlich wie bei Loba, wenn du da was rausziehst aus so einem Teil. Und ja, dann wurde das jetzt rausgenommen, weil das so nicht bewusst gewollt war. Ich glaube, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter erzählen, wie krass die Legende eigentlich ist. Und ich würde behaupten, Alter ist die krasseste Legende, seitdem das Spiel released wurde. Ich würde jetzt behaupten, es gibt keine stärkere Legende. Sicherlich nicht die effektivste Legende für Ranked. Du brauchst auf jeden Fall ein festes Squadmate oder feste Squads. Beste Teammates, mit dem du dich gut absprechen kannst, wenn du noch einen Bloodhound oder eine Lifeline oder keine Ahnung, wen dabei hast. Wenn du mit Randoms spielst, nützt sie eigentlich eher dir, wenn du nicht kommunizierst. Auch solo ist sie spaßig, gibt es aber auch bessere Legenden. Gerade in Ranked hat sich jetzt rauskristallisiert. Revenant, Pathfinder und Bangalore bei den Preds unter den top gepickten Legenden und Alter ist da gerade mal Platz 8 oder Platz 9. Also so heftig in Ranked gepickt ist sie nicht. Du brauchst auf jeden Fall ein paar gute Teammates, mit denen du dich absprechen kannst. Da fällt mir auch grob noch ein, wenn du deine ultimative Fähigkeit stellst. Ich wurde jetzt ein paar Mal, wo ich mich zurückgeportet habe, schon abgefangen von anderen Gegnern. Wenn du das jetzt umgedreht so planen möchtest und hast einen Caustic dabei, knallst du vor deine Ulti ein paar Gasfallen. Oder an dem Punkt, wo du dich wegportest, vor ein paar Gasfallen. Wobei, nee, so rum macht es keinen Sinn. Wenn du dich zurückportest und dein Gegner will dich hinterher pushen, also dir hinterher pushen, und du produzierst ja dadurch ein offenes Portal, wenn du mit der Ulti von Alter, egal welche Legende, interagierst, dann erzeugst du ein Portal und dann kommt der Gegner vielleicht her, knallt da einfach ein paar Gasfallen hin. Oder wenn du es siehst und erahnst und weißt es, hau einfach einen Arcstar auf den Boden. Das knallt einmal und dann ist das ein Free Kill. Die Legende ist krank. Leute, ich bin auf eure Meinung gespannt. Meiner Meinung nach OP, ja, 100% definitiv. Sie bringt alles durcheinander. Was nicht schlecht ist, aber vielleicht auch ein bisschen zu heftig. Eure Meinung in die Kommentare. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Montag, wenn ihr das Video seht. Ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander mit meinen Gedanken. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.